Moin, ich bin Torge Ohlmeier und arbeite bei Dr. Lipp. Ich bin bei Dr. Lipp zuständig für alle Unternehmenspartnerschaften und Kooperationen, die wir haben im norddeutschen Raum. Ich bin nicht so auf klassischem direkten Wege in den Gesundheitssektor gekommen. Ich habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und ja, so einen kleinen Umweg über eine Marketingfirma gemacht und dann recht schnell gemerkt, ich brauche was mit mehr Sinn, wo ich Mehrwert stiften kann. Und habe mich dann ein bisschen umgeschaut im Gesundheitssektor, bin bei einer Telemedizinfirma gelandet und habe mich da sofort wohlgefühlt. Also Digital Health Branche war es dann. Und ja, seitdem nie wieder rausgekommen und werde mit Sicherheit auch bleiben im Digital Health Bereich. Ja, also Dr. Lipp ist ein Patienten- und Terminmanagement-Tool, was auf der einen Seite natürlich den Patienten etwas bringt, sodass die Patienten eben schnelleren Zugang zu den Gesundheitsfachkräften haben und eben ja, ihre Termine digital und modern einfach verwalten können. Und auf der anderen Seite ist es natürlich unsere Mission, die Praxen, die MVZs, die Krankenhäuser zu modernisieren, zu digitalisieren und deren Abläufe eben in der Praxis zum Beispiel zu vereinfachen, zu verbessern und ja, das gesamte Leben in der Praxis zu erleichtern. Ganz einfach natürlich die Dr. Lipp Online-Terminbuchung nutzen. Das ist ganz einfach, aber wir sind natürlich viel, viel mehr als eine reine Online-Terminbuchungsplattform. Das heißt, Patientenmanagement, alles drumherum findet eben auch über uns statt. Das heißt, auf jeden Fall mit Dr. Lipp arbeiten. Auf jeden Fall sehr einfach die digitale Warteliste von Dr. Lipp nutzen bzw. davon profitieren. Da ja, fallen am Ende 30-40% weniger Termine dadurch aus, dass eben die Leute, die später einen ja, Termin haben in 6, 7, 8 Wochen, immer dann eine Info bekommen, wenn ein Termin vorher abgesagt wird. Und das heißt, die Leute von hinten rücken immer auf, wenn Termine vorher abgesagt werden und dadurch eben deutlich weniger Terminausfälle in der Praxis. Also mit Sicherheit wird die Digitalisierung weiter das große Thema sein. Einige Praxen sind schon so weit und sind im Prozess der Digitalisierung. Viele andere sind jetzt auf dem Weg dahin und schauen sich das ganze Thema an. Also das auf jeden Fall und dann nicht nur im Gesundheitssektor, sondern über alle Branchen weg ist natürlich das Thema künstliche Intelligenz super, super spannend. Und ich glaube, da werden wir auch im Gesundheitsbereich die nächsten Monate und Jahre super viele neue Entwicklungen sehen und wahrscheinlich erstaunt sein, was alles möglich sein wird und wie das Leben der Gesundheitsfachkräfte vereinfacht werden kann. Ja, also Dr. Lipp allgemein kann natürlich einfach auf der Website nachgeschaut werden. Da kann man eben schauen, ist man eine Gesundheitsfachkraft und sich dort eben durchklicken. Ansonsten mit mir direkt Kontakt aufnehmen geht über meine Mail. Die können wir vielleicht irgendwo einblenden, ich weiß es nicht. Und ansonsten über LinkedIn natürlich auch sehr gerne einfach kontaktieren, mir schreiben und dann ja, lernen wir uns kennen.